Läutert diese gläubigen Diener von ihren Sünden. Oh. Schenkt ihnen Frieden. Das ist sein Sohn, oder? Kacke, das ist sein Sohn, glaube ich. Oh, scheiße. Ein Wunder, dass ihr noch in einem Stück seid. Lilith und diese Bestie haben uns zerfetzt. Sie hätte auch mich töten können, aber sie hat mich nicht angerührt. Sie spielt mit mir. Ich soll zusehen, wie sie zerstört, was ich aufgebaut habe. Verdammt! Habt ihr auf eurem Weg Jorin gesehen? Nein. Sie hat noch nicht gewonnen. Okay, ich kann sie noch nicht aufhalten. Sein Sohn. Jorin war sein Sohn, glaube ich. Aber nicht allein. Zählt auf mich. Wo ist sie? Jorin ist sein Sohn, genau. In einer alten Kammer unter der Burg. Dort ist Astaroth. Ich habe ihn nicht bezwungen, wie es in den Legenden heißt. Ich habe ihn in einen Seelenstein gesperrt. Es war der einzige Weg. Warum immer Seelensteine? Ich erbaute Eltheim über dem Stein, um das Böse einzudämmen. Haben wir nicht mal langsam gelernt, dass Seelensteine eine dumme Idee sind? Darüber gewacht. Im Geheimen. Damit Astaroth niemanden mehr verletzen kann. Nicht mal mein Sohn weiß es. Es tut mir leid, dass ich euch erst jetzt einweihe. Aber ich konnte nicht riskieren, dass jemand die Wahrheit erfährt. Naja, wenn du einen Dämon tötest, dann wird er in der Hölle wiedergeboren. Wir sollten aufbrechen. Folgt mir! Aber ist das Problem, nicht aus der Hölle rauszukommen? Falls ihr Jorin nicht draußen gesehen habt, suchen wir auf dem Weg. Aus der Hölle einfach rauszukommen, ist ja gar nicht so einfach. Wir sprachen darüber, was mit Arida geschehen ist. Und dann stürmte Lilith die Festung. Ich befahl einigen Wachen, dieser Ritter. Er war bei Jorin. Mhm. Ja, irgendwie schon, manchmal, aber nicht immer irgendwie. Okay. Ja, aber ich weiß nicht. Immer dieses Seelenstein-Geballer und dann drückt sich jemand den Seelenstein in den Kopf und dann hast du wieder den Salat. Einer von Jorins Beschützern. Kommt schnell! Jorins Streitkolben ist hier. Ich sagte ihnen, sie sollen verschwinden. Vielleicht haben er und die Ritter versucht, Lilith aufzuhalten. Könnte sie ihn irgendwo hingebracht haben? Welchen Grund sollte sie dafür haben? Er bedeutet ihr nichts. Ein Opfer für die Befreiung? Wir müssen uns beeilen. Der Weg zu Astaroth führt hier durch. Ich habe mir dieselbe Frage gestellt, aber ich fürchte, ich tappe wie ihr im Dunkeln. Sie haben eine Verbindung. Back. Eine starke sogar. Astaroth ist ein Wächter von Liliths Vater, Mephisto, dem Herrn des Hasses. Okay. Und den konntet ihr einfach so einsperren? Warum muss meine TK so stark sein? TK? Was du meine mit TK? Eine Tiefkühltruhe? Naja, dann ist er so hoch eingestellt, meine Liebe. Das ist nicht so, dass der so stark ist, der ist so hoch eingestellt. Das Ding ist 20 Jahre alt, das heißt nicht, dass du es nicht einstellen kannst. Da ist nichts mit einstellen. Okay.
Da ist sie. Die Seelensteinkammer. Lilith hat, was sie die ganze Zeit wollte. Sie hat den Stein. Noch oh, Leute. Keine Spur von Jorin. Wir müssen ihn finden. Die ist jetzt mit Jorin. Jorin ist bei ihr. Mächtiger Astaroth. Der verkohlte Herzog persönlich. In einem Käfig. Welch Schande. Tochter des Hasses. Hört mein Angebot. Gewährt mir sicheres Geleit zu einem Ort, an dem ich nicht erwünscht bin. Mit dem Himmel? Und im Gegenzug schenke ich euch die Freiheit. Und mehr. Dornens Nachwuchs. Sein Stolz. Und seine Wonne. Mach mal die Stirn frei, da passt er rein. Rache, wenn ihr mir gebt, was ich will. Ihr bekommt sicheres Geleit. What? Hauptsache, es ist genauso wie im ersten Teil. War es eine weitere Vision? Habt ihr Jorin gesehen? Ja. Er... Ach, Lilith hat ihm den Seelenstein in den Kopf gerammt. Der von Diablo sah irgendwie kleiner aus. Der war kleiner von Diablo. Mein Sohn. Es tut mir leid, Donan. Das ist nicht vorbei. Nö. Ich weiß, was ich... Nein! Es bleibt noch Zeit. Ihr müsst mir vertrauen. Trefft mich in der großen Halle. Hoffentlich porte ich mich dahin. Thank you. Thank you kindly. Wir müssen Jorin schnellstmöglich finden. Ich weiß, es mag hoffnungslos erscheinen, aber ich habe mein halbes Leben damit verbracht, den Seelenstein zu studieren. Ich kenne ihn. Es wird dauern, bis Astaroth meinen Jungen überwältigt. Ich habe ihn gut unterrichtet. Selbst jetzt widersteht er dem Einfluss des Dämons. Sie sind bestimmt in der Nähe, vielleicht in Carriga. All diese Unschuldigen zu verbrennen, wird Astaroth verlocken. Er wird erbitterter darum kämpfen, die Kontrolle zu erlangen. Lilith hat von Astaroth erhalten, was sie wollte. Warum sollte sie sich hier herumtreiben? Ich weiß nicht. Was weißt du denn? Ob man die auch als Zäpfchen benutzen kann? Also sagen wir mal so. Ich glaube, sich den Kristall als Zäpfchen einzuführen, ist nicht genauso schlimm, wie ihn in den Kopf gerammt zu bekommen. Schatten über Carriga. Okay. Das macht den Dämon noch wütender als Zäpfchen. Ist halt eine beschissene Situation, ne? Also wenn du als Zäpfchen benutzt wirst, ist halt eine echt beschissene Situation. Gut, Schmied. Hey, du. Wer, ich? Nein, ich meine deine Großmutter.
Natürlich meine ich dich. Sagt dieser Stahl euch zu? Natürlich dich. Moin, Kosik. Einen wunderschönen Montag. Zäpfchen sind doch dazu da, dich aus beschissenen Situationen zu retten. Naja. Ja, schon, aber es gibt ja auch fiebersenkende Zäpfchen und sowas. Deswegen. Ja. Dass ich da nichts verkaufen kann. Dann gehen wir nach oben. Was geht ab? Nicht viel. Wie geht's dir? Kosik, wie geht's dir? Bist du wieder gesund? Schwarze Seelensteine, der Freund jedes Fanboys. Du meinst schwarze Seelensteine, was länger, die so wackeln? Ja, bestimmt. Fast. Okay. Sie sind hier. Jorin kann sich zur Wehr setzen. Er ist stark. Die macht es stark in dir, Jorin. Oh, Sequenz. Oh, that's new. Der Kopf passt irgendwie nicht zum Körper. Der ist so ultra groß. Tut, was euch gefällt, Astaroth. Ich habe, was ich wollte. Was wolltest du denn? Ready, set, go! Na, das doch hier. Wo rennst du hin? Ich brauche mehr Zeit. Epischer Kampf. Na komm.
Estros, Estros. Auch gut, wie die ganzen Leute brennen. Na komm. Ich bin noch nicht bereit. Na komm. Ich bin noch nicht bereit. Aber jetzt haben wir nur den Hund besiegt erstmal, ne? Doch, beide? Wow. Hm, Eintrankkapazität. Nice. Das dachte ich auch. Ja, ist komisch eigentlich, ne? Aber gut. Tja, jetzt haben wir doch getötet. Erwacht er dann in der Hölle wieder? So funktioniert das also. Es tut mir leid, mein Sohn. So leid. Wir hatten echt noch kein richtig, richtiges Happy End. Von dem Mädel, die Mutter ist tot, die geht alleine weg. Donans Sohn ist tot. Donan, ich werde euch in Frieden lassen. Amen, mein Junge. Amen. Okay, die Schuhe sind besser, auch wenn ich sie nicht brauche. Sprecht mit der Wache am Tor. Ich bin noch nicht bereit. Ei. Schade um Jorin. Er war einer von uns, wisst ihr? Wir werden uns um ihn und seinen Vater kümmern. Lilith und Astaroth hatten eine Abmachung getroffen, für die wir den Preis zahlen mussten. Das sieht echt kaputt aus. Unsere Anwesenheit war kein Zufall. Alles geschah genau, wie Lilith es wollte. Wir tanzten schlichtweg nach ihrer Musik. Donan war gebrochen. Er dachte nur an seinen Verlust, nicht an sie, nicht an Antworten. Niemand wusste, wonach Lilith wirklich strebte oder was Astaroth ihr versprochen hatte. Doch wir mussten uns schnell erholen und aufhören, Gespenstern nachzujagen. Nice. Stufe 30. Oh, Moment. So. Bevor ich das mache, mache ich mal kurz das Fenster zu, denn wir haben hier 21 Grad. Es wird schon ein bisschen, also es wird auch nicht wärmer, es ist auch ein bisschen kühl hier drin. Bin in 2-3 Sekunden wieder da.
So. Was muss ich denn da rein schnöbeln? Nochmal Chain Lightning. Okay. Chain Lightning. Da. Kettenblitz erhält eine um 3% erhöhte kritische Trefferchance pro Sprung. Jedes Mal, wenn der Kettenblitz abprallt, wird sein Schaden für die Dauerwirkung, seiner Wirkung um 5% erhöht. Aha. Das ist, wenn das hier drin wäre, oder was? Kettenblitz bildet sich automatisch, wenn ihr 100 Mana verbraucht. Nice. Was ich mich gerade frage ist, das nächste, was ich leveln soll, ist Inner Flame. Aha. Wäre es nicht eigentlich sinnvoller, erst was anderes zu leveln? Hast du einen Titel gewählt? Nein. Warum? Potenzielle Unsinnige. Was war ich nochmal? Wahnsinniger Pyromant? Ja. Habgierige. Rüpelin. So. Okay, das heißt, wir gehen mal hier hin und dann zu dem Ding da. Irgendwas in die Richtung war mein Titel. Und dann Frostmage. Wäre ja eigentlich gar keine schlechte Kombination, wenn man als Frostmage Pyromant, also wenn man als Pyromant Frostmage ist. Ich brauche einen Schmied. Schmied. Meine Augen sehen auch nicht alles. So ist das halt. Das klingt gut für mich. So. Seid auf der Hut, ja? Ba, ba, ba.
Warnung. Ja, das ist okay. Schließ ruhig das Stadtportal. Also, dass das automatisch gerufen wird, wenn ich 100 Mana verbraucht habe, ist schon echt cool. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Okay, ist ziemlich trocken hier. Wobei, da war aber gerade ein bisschen Wasser. Ich finde es immer lustig, Pyromanten kennen irgendwie alle, aber dasselbe für Luft, Wasser und Erdzeugen kennen viele oft nicht. Was ist denn das Kondor dazu? Pyromant, was ist das dann? Ändert das auch mit Mant oder ist das dann sowas wie Aquatica oder so? Pyromant, Hydromant, Aeromant, Theramant. So kenne ich das. Macht auch Sinn. Nein, grundsätzlich macht das Sinn. Easy. Easy. Aber Hydromant klingt auch komisch. Muss man auch einfach sagen. Hydromant. Klingt wie der Typ, der den Hydranten repariert. Zeit für die Vorbereitung. So. Okay. Wassersteppe oder sowas. Dieser Ort wurde eingenommen. Er stinkt nach verbotenen Zaubern. Ich verstehe. Ist hier jemand? Mord! Mord in der Sakristei! Wer? Wo? Hä? Versperrt die Türen! Was ist mit den anderen? Dem Abt? Den höre ich nur reden. Tut, was ich sage! Hallo? Ich bin Elektritos und ich würde gerne mal vorbeischauen. Öffne die Tür! Ein wichtiger Gegenstand fehlt. Okay. Wieder so typisch.
Wer? Kreuzritterschädel? Aha. Ich bin noch nicht bereit. Kacke. Mach das weg. Öffnet die Tür! Okay, offensichtlich sind die schon länger tot. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Nach dem Abt des Klosters. Ja, das würde ich gern. Nicht so einfach, den Abt zu finden, offensichtlich. Zeit für die Vorbereitung. Bis zum Abend werde ich es hüten. Und dann. Dann was? Der Abt hat die Tür geöffnet. Und der bleiche Teufel grinste. Er hat das verbotene Wissen an sich genommen. Shh, alles ist gut. Ich habe den Weg freigemacht. Könnt ihr gehen? Es gibt keinen Ausweg. Was an Wissen verbleibt, darf nicht. Nein, habe ich nicht. Habe ich gestern vergessen. Bis zum Abend sicher verwahren und auch in der Nacht, die darauf folgt. Wir müssen das Archiv beschützen. Okay, let's go. Oh je. Also nein, habe ich noch nicht geguckt, gelesen. Mache ich heute. Heute geht der Stream auch so ungefähr bis 11. Weil ich ein sehr kurzes Wochenende hatte und noch nicht ganz auf der Höhe bin. Und danach lese ich das. Das ist ja nicht so gut. Das Kapitel oder dass ich das nicht gelesen habe. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Bis um 11, die Frage ist Zeitzone. Bis 11 Uhr auf meiner Uhr. Ich bin noch nicht bereit. Ich hol's nach, versprochen. Heute. Heute nach dem Stream und dann kannst du mich gerne bei Discord anschreiben, was ich von halte. Dann antworte ich dir auch. Zeit für die Vorbereitung. Ich bin noch nicht bereit. Zack. Er hat das im Airsoft. Ich glaube, Zyra findet mich komisch. Na, glaube ich nicht. Ich glaube, Zyra, das findet, du bist wieder so eine kleine süße Schwester. Du bist ab und zu mal ein bisschen sonderbar. Aber das sind kleine Schwestern halt einfach. Ihr, der die Finsternis erfahren wollt, kniet nieder vor dem Licht, sprecht die Worte der Litanei und schultert unsere heilige Brüder. So,
Ihr werdet sie bis zum Abend sicher verwahren und auch die Nacht, die darauf folgt. Das weiß ich zu schätzen. Okay, da muss ich gar nichts machen. Also, wow, Zyra und wow, Eritos. Warum? Am Morgen wurde mir die Augen geöffnet und ich sah hineinbrechende Finsternis. Weißt du, so nein, du komisch. Na, niemals, never ever. Aber stattdessen so, ja, schon ein bisschen. Am Morgen wurden mir die Augen geöffnet. Komisch. Und ich sah die hereinbrechende Finsternis. Im Laufe des Tages habe ich mich darauf vorbereitet, die Bürde des Wissens zu schultern. Ich werde sie bis zum Abend sicher verwahren. Und auch in der Nacht, die darauf folgt. Okay. It's hot here. Hallo, Abt. Nein. Ich verdiene es zu brennen. Gemeinsam mit dem Rest. Wo ist Elias? Fort. Er sagte, Sanctuarius Untergang stehe kurz bevor und nur ich könne helfen. Er wird ein geringes Übel beschwören. Er hat alles genommen, was er benötigt. Und dann meine Schüler. Er hat sie getötet. Vergebt mir. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Oh Mann, oh Mann. Ich bin noch nicht bereit. Der ist ein bisschen underwhelming. Underwhelming. Das gesamte Wissen der Menschheit soll unter den Kindern Lilith verbreitet werden. Und kein Geheimnis vor ihnen bewahrt bleiben. Und die Lügner und Diebe der Welt sollen vor Reue untergehen. Okay. Trefft euch mit Lorath in Khet Bardu. Khet Bardu. Diba, diba du. Da, 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 da.